Stel je voor, du warst een hond. Zo langweilig. De ganze Tag nur warten en betteln. Wenn ich ein Hund wär. Ich würde den ganzen Tag nur chillen und hängen. Hi guys. Your attention please. Wir recorden jetzt gerade eine offizielle Durchsage von der grossen Zentrale. Wenn ihr also einfach alle ganz natürlich zulassen würdet, okay? Genau so, thank you guys. Grüezi. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier im Sektor 41 dürfen enthüllen, einweihen und starten, was hinter mir steht. Es soll uns alle daran erinnern, dass wir alle ein Teil, und wenn auch nur ein kleiner, Teil sind von der Sicherheit und der Lebensqualität, die uns jeden Tag trägt. Dank der absoluten Vernetzung von GlobeTV haben wir jetzt ein vollautomatisches System, das Gewaltbereitschaft erkennt, bevor etwas passiert. 50'000 Volt für den Frieden der öffentlichen Zone. Den Hypertaser. Anschalten. Jugendgewalt, wo mittlerweile nur noch ein falscher Blick zum Anlass braucht, wird weniger werden. Die Mehrheit, sie und ich leben das Leben im Dienst vom Glück, von der Leistung und dem Wohlbefinden. Und wer den glänzigen Frieden stört, wird ab heute präzise und im Namen der Mehrheit Taseret. Ich bring dich um! Es wirkt brutal, ist aber zumutbar. Ermöglicht durch Datentausch und Kameras einen harmlosen Blitz für eine blitzblanke Harmonie. Einen grossen Dank an GlobeTV. Und cut! Very nice! GlobeTV, die Welt ist auf Sendung. Ich hatte gerade einen Alltag voller Action. Ich bin die Nacht mit niemandem im Bett. Und in der Werbung sind alle so sexy. Männer, was ist passiert? Elektrisiert! Was? Ich schieße jetzt sofort mit dem Taser. Und im Kleiderladen, dort läuft geile Musik. Du willst immer das Neueste haben? Du kannst. Wir schenken dir das neue Unicorn Galaxy Gold mit 50 Nights Startguthaben. Luca, komm, wir nehmen keine Zeit. Wenn wir wollen, haben wir immer Zeit. Jacqueline, ich will nicht aus einem Flugzeug rausgumpfen. Es heisst Skydiving. Mercutio mit dem Massenflaus. Nächste Woche geht's los mit dem neuen Album, das Swangery Rolling Eye. Au! Das ist der wichtigste Tag in Ihrem Leben. Sind wir verantwortlich, dass es nicht weitergeht? Ich pflege mich mit Kokosnusspomade. Check meine Haare kurz in der Glasfassade. Es regt mich auf, wenn die Verbindung lahm ist. Weil mein Exchange ist pausenlos dynamisch.
bereit für fette, fette Partys. Egal, wenn du noch draussen wartest. Zahl den Betrag, nimm Pillen und kehr dich. Ich schiesse dir ein Mikrochip ins Hirn. Hör mal zu, du Michi. Du bist nicht Künstler, sondern Kameramann bei Globe TV. Du wirst da nicht fürs Denken zahlt. Und keine Ausstrahlung. Du hast keine Ausstrahlung. Also bitte. Du bist einfach so bequem. Ich muss alles anreissen. Ich miete die Wohnung. Ich mache unsere Zukunftspläne. Was hat jetzt das mit dem zu tun? Du kannst dein ganzes Leben lang mit deinem Kühlschrankladen versuren, wenn du willst. Aber in unserer Freizeit. Ich brauche einfach mehr. Aber du kannst dich ohne mich gar falsch hier im Gumpen. Skydiving, Luca, den Kopf durch die Lüfte. Ich warte beim Takeaway. Oh, ich hab keinen Bock auf Skydiving. Ich bleib lieber auf dem Boden und... Hallo? Hallo, 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 hallo. Du, ich stehe vor einem Nanoprinter und will ein paar Rollstühle drucken. Wie geht dieses dumme Kennwort? Für den Printer. Pronto. Printer 1 klein aneinander. Printer 1. Bang, so ist es gegangen. Du gibst ein bisschen Gäse, gell? Du musst die neue Magnet bestellen. Ich lebe gesund und da mich ein bisschen gehen. Ich bin im Netz, alles vor ihm. Der Job ist hart, doch eine muss ihn machen. Taser, mein Arsch, Bitch, ihr seid alle Spasten! Ich bin Chef, Trompetchef. Wir lieben Vogel, Perspektiven. Wenn ich mich entscheide, sind wir nur mehr Musik. Herzlich willkommen in Sektor 41 hat die Grosszentrale heute einen weiteren Hypertaser eingeweiht. Schon bei der Öffnung ist zum Einsatz von dem Taser gekommen, wo die Martina heute die Veranstaltung sabotiert hat. Anwesende sind zum Teil geflüchtet oder in Zusammenschluss mit dem Minderjährigen schwer verletzt worden. Es scheint alle in Angst vor diesen Teenie. Es hat keiner Angst! Ha! Bla bla bla! Ich meine, ich schicke an! Schau, sie haben Scheisse! Yeah. Sie haben Angst! Ja! Yeah. Was ist vor? Die sind in der Stadt! Die haben den kaputt gemacht! Wollen sie werden gut gemacht! Wollen werden sie aus der Angst! Wie der Spuk! Ja! Wie der Spuk verbiert! Den Spuk siechen! Sie flächen aber sie und die Luft schiessen! Sie haben stört die Köpfe! Sie rufen die Leute in Gags! Und den Küssel nicht in die Köpfe! Und sie trägen es! Und man kann sagen, sie trägen die goldigsten Bikinis! Ha! Alle haben Angst vor diesen Teenies! Anrufen, anrufen, anrufen! Was ist das für ein Tier? Es fehlt nur noch ein Buchstabe. H-U-N. Und was kommt jetzt? Meine Damen und Herren, es kann nicht so schwierig sein. Rufen Sie an, dann lernen wir es. 1, 1, 1, 2, 2, 2. Was ist es für ein Tier? Die Welt ist echt gesinnt und aussichtlich.
Der tropische Regenwald. Kaum ein anderer Lebensraum hat zwischen den Menschen so viele Diskussionen ausgelöst wie der Urwald von Südamerika. Die letzten unberührten Gebiete machen Hoffnung. Aber ist die Hoffnung naiv? Der Konflikt um die arktische Erdölreserve spitzt sich mir mehr zu. Da frage ich mich jetzt, dritte Weltkrieg? Darf man das so sagen? Das ist eine Frage, und zwar auf jeden Fall. Es fehlt Wasser. Wasser. Die Leute brauchen Wasser. Die Lebensmittelpreise steigen und die Leute verdursten. Dein Körper ist dreckig. Waschen mit Passion. Die einzigartige Pflegelotion mit chemischem Stoff. Die Wirtschaftskrise zieht weitere Sektoren in Tieflagen. Was ist passiert? Niemand hat es gesehen, der Crash. Wir brauchen mehr Geld, um unsere Banken zu retten. Stützen! Nicht aufziehen! Die Rohstoffe werden knapper und knapper und knapper. Es wird Tote geben. Tausende, Millionen. Und nach wie vor, der Hypertaser nützt nichts. Die Jugendunruhe rund um den Globus geht weiter. Ihr hättet mit der Kamera sollen auf mir bleiben und nicht zeigen, wie der am Boden liegt. Ja, wieso? Ist doch eine super Story. 10 Millionen Klicks schon jetzt. Weil alle schockiert sind. Aber gerade den Teenagern müssen wir beweisen, dass der Taser fair ist. Ja, aber ich glaube weißt, nicht, dass... Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, ihr versteht nicht, was wir zu verlieren haben. Rund um die Welt ist die Wut am Kochen. Ein Aufstand bahnt sich an. Und das Einzige, was uns noch helfen kann, sind raffinierte News. Es heisst Nachrichten. Wie sich die Leute dann anrichten. Also beschäftigen Gedanken der Jungen mit etwas Aussergewöhnlichem. Etwas Frützigs. Etwas, das sagt, Jugend von heute. Alles ist geil. Und zwar super, super, mega geil. Ihr habt gehört, was die grosse Zentrale gesagt hat. Ich hole Bell. Nein, nicht Bell. Nein, die haben wir jetzt genug. So, also, doch, wir müssen die Bälle haben. Das sind unsere hitzigen Stütze. So, sie kommen sofort. Ja, da haben wir es. Und da kommt der Letzte. Sehr gut. Los, los, hopp, 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 hopp. Wir sind unter Zeitdruck. Kommt, kommt. Wir sind ein Nachrichtendienst. Das muss schnell gehen. Alan, du hast meine. Das ist meine. So. Zuerst wäre es gut, wenn wir mal wieder so eine Idee zusammen brainstormen und dann langsam ein Konzept ausarbeiten, das ein bisschen Sinn macht. Und dann müssten wir schon an die Umsetzung denken. Ihr wisst, das Budget ist wieder knapp. Drei, vier, sechs. Lass mir jemand zu. Hallo. Gott verdammt, das ist eine Krisensitzung jetzt. Alan bricht. Also, die Jungen zu erreichen wird schwierig, weil die Jungen überall schießt alles an. Irgendwie geht alles bergab. Vom letzten Monat sind alle Werke knapp 50 Punkte abgesagt. Wir sind zuvor nur verloren. Und besonders unser Sektor ist jugendtechnisch höchst instabil. Also, wir haben verkackt. Exakt. Wir verlieren Viewers, wir verlieren Klicks. 17 von 31 Channels fallen bei den Jungen durch. Das ist die höchste Durchfallquote seit der Totalfusion. Wie hohe Durchfallquote ist es in Prozent? 40 pro Parzelle. Auf Kanal 42 kommen immer mehr sogar effektiv Durchfall über. So richtig als ein Vödli. Wirklich? Ja, schon. Wirklich? Auf jeden Fall, wir sind in der Kritik. Die Leute sagen, wir lügen, betrügen, bla bla bla. Das ist alles vergingen, ich habe es für uns. Dem stimme ich zu. Wir brauchen einen völlig neuen Ansatz. Ein grosses Event. Wie damals die Mondlandung, alle haben das geschaut. Und es hat Kinder inspiriert. Jeder hat damals Astronaut werden. Ergo, was ist etwas, das die Jungen begeistert?
Corvo! Ich hasse Party. Das ist banal. Wir könnten etwas mit der Band Mercutio machen. Die sind hip und trendy. Mercutio? Das sind die mit den Wurzelhex, gell? Wie kann man den Namen nie merken? Mercutio ist, glaube ich, Ron aus dem Film Romeo und Julia. Zuerst ist es ein Buch, bevor es ein Film wurde. Ist Alan, check das mal aus. Aber komm, wir machen doch etwas mit dem Romeo und Julia. Die romantische Zweierbeziehung als der Stern am Horizont, wo alle wieder auf den richtigen Kurs bringt. Das haben wir schon gesehen. Aber vielleicht nicht mehr Mercutio als Mercutio. Doch, ich hasse Shakespeare. Romeo und Julia. Zwei Häuser waren gleich an Würdigkeit. Hier in Verona, wo die Handlung steckt, durch alten Groll. Verona. 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 Hey, das klingt geil. Verona, was ist das? Ist das eine Stadt? Hebt den Schlitten. Wir inspirieren die ganze Welt mit einer neuen Art. Romeo und Julia. Und wir nennen die Show Verona, chill out. Chill out. So ein Blödsinn. Also bitte. Dann halt Verona. Ja, Liebe, das ist etwas, was man kennt. Aber wo bleibt der Event? Wir könnten ein Musical machen. Ja. Nein. Nein. Es muss tiefer gehen. No, 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 no. Ich weiss es. Wir machen eine Reality Show. Eine Reality Show. Rund um den Globus. Von den Slums bis zum Hochhaus. Das Beste, Bezauberndste, Atemberaubendste. We'll be right back.
Seite. Wer weiß, bist für ein Also, ich wette, dass die ganze blöde Menschheit von dieser Cyberkiste hängt und sich den inspirierenden Scheiß anschaut, ist das klar? Okay. Ellen, regelst du noch Korrespondenzen mit? Merkuzzi? Genau, wir müssen die haben. Ja! Jeanette, Studios von allen Bezirken briefen, it's gonna be you! Hallo, Entschuldigung, nur ganz kurz, wirklich nur ganz kurz. Es geht ganz kurz. Es tut mir leid. Entschuldigung, ich muss eine Frau auf Sie zukommen. Ich muss etwas fragen. Ich muss einen Bonus haben. Aha. Go on. Ich habe Schuld. Die grosse Zentrale ist schon am Hals, wenn nicht rechtzeitig alles abgeht. Was hast du denn gemacht, du Lappi? Wir haben ein politisches Musical gemacht. Es ist recht in die Hose. So blöd. Und jetzt brauchst du Geld. So stecken sie mit Kisten. Irgendetwas. Wir hätten da vielleicht eine Spezialaufgabe für dich. Aber zuerst holst du schnell den Ball, gell? Ja, und den auch. Tschüss. Super. Ja. Hey! Wuhu! Hallo, Welt! Wuhu! Da ist er wieder. Euer Lieblingsdude, der Korki am Schnorcheln. Wuhu! Yeah! Hey! Das ist nur ein kurzer Post, um etwas ankünden. Und zwar gibt's gleich wieder einen neuen Sound von mir. Und vielleicht ist auch sie dabei. Schätzli! Schätzli! Babe! Komm, Mensch, komm! Woohoo, yo! Hey, die stylste Frau ever! Hey, look, da ist sie! Yo, also, das wär's eigentlich für heute. Also, bitte liken, subscriben, comments oder abonnieren! Hashtag Buja! Hey, was muss ich wieder eine halbe Stunde warten, bis du kommst? Das ist gerade so peinlich, es ist nur der Anschiss! So peinlich! Nein, wirklich, ich kann etwa dreimal rufen, bis du mich hörst. Ich bin kein Teenager, mich muss niemandem etwas beweisen! Ja. Aber weißt du, wie schnell sind wir jetzt 30? Zack, so! Alle werden älter! Luca, ich sehe in letzter Zeit überall sättig Listen. A thousand things to do before you die. Also, tausend Sachen, die man noch machen kann, bevor man stirbt. Ich weiss, was das heisst, aber warum Skydiving? Es muss ja nicht unbedingt Skydiving sein. Aber einfach die Möglichkeiten nutzen. Es gibt so viele Angebote. Zum Beispiel? Zum Beispiel kann ich doch nicht sterben. Ich spüre, dass ich es nicht darf. Bevor ich Südamerika bereist habe mit dem Töff. Mit dem Töff? Ich will mal das Polarlicht sehen. Schatli, bitte schön. Wir sind auf die Schiede für Abenteuer. Nein, Luca, lass ich sehnen mich nach Sexa und der Palme. Und alles voller Sand. Mit Kaka, Beach, Volleyball. Getoppelt zu einem Brand. Aber es ist doch schön da. Es gibt alles all inclusive. Es gibt Glück wie Sonne am Meer. Ich bin langsam zu tanken, alle weg, aber bleib wegen dir. Komm mit, du kannst bitte sehen. Sag denn, ich habe einfach keinen Bock. Was willst du dazwischen machen? Ja, ich weiß doch auch nicht. Was? Vielleicht zum Beispiel lernen meditieren. Es gibt alles all inclusive.
Ist etwas. AJ? Angie, checkst du es nicht? Oh, AJ, es tut mir so leid. Bitte bist nicht böse auf mich. Nicht täten. Weißt du, wie viele Leute morgen für das Praktikum würden? Ja, ich weiß es und ich bin dir auch so dankbar, aber was soll ich Angie, sagen? Angie, schau, ich habe mir hure Mühe gegeben, gesagt, du bist hure gut und so. Ja, und ich weiß es zu schätzen, aber ich weiß es einfach noch nicht. Ich rufe dir zurück, okay? Okay, ciao. Morde für das Praktikum. Ey, einmal nervt der AJ, was ist das? Schau, weißt du, dein Kollege bietet dir das wieder an, oder? Und du machst einfach wieder wie immer nichts. Ja, aber... Ich würde das nur machen, weil ich das Gefühl habe, ich muss. Ja, weißt du, aber ich würde doch das nur machen, weil ich das Gefühl habe, ich muss. Was ist das? Alles nur machen, weil ich muss. Und auch mit deinem Song. Wow. Du bist der Korchi am Schnorcheln. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn ich auch mit drin bin. Look. Stell dir vor, weißt du, ich so. Ich würde einfach auch gerne mal nichts machen müssen. Einfach mal keinen Plan haben. Studios, Freezer Stream, Neurotechnik und E-Banking. 3 Jahre Spass. 3 Jahre Genuss. 3 Jahre Abenteuer. Fühlst du dich ein falscher Leben, dann kriege ich heute dein eigenes. Wow! Führ dich ein, wähl aus, weil es dein Traumszenario ist und wird die Hälfte von deiner eigenen Realität. Die Antwort ist 42. Luca,
Du als mein Angestellter hast jetzt den Auftrag, die Frage dazu zu finden. Ist gut. Okay. Die Flausubstrat musst du auch noch nachfüllen. Ist gut. Herzlich willkommen bei Jervis Mega Games. Du schützt ihr Profil gegen grenzenlose Freiheit. Grüezi. Kann ich helfen? Ja, ich wollte einfach mal schauen. Ruhe einen Moment. Luca? Komm. Du Kollege zeigt ihnen gerade alles. Hoi, Liebe. Hey, Luca. Hallo, herzlich willkommen bei Chill Freeze Mega Games. Das Konzept ist dir schon bekannt. Ja, so einigermaßen, aber nicht so genau. Ich erklär's dir. Du hast dein Profil, oder? Mhm. Mit allen Datenpunkten über dein Leben. Ja. Das gibst uns ab und wir stecken deinen Körper in eine Gefrierbox. Ich bin am Fusenkarren. Dem sagen wir Brain Freezing. Und mit Magnetkraft tun wir deine Gedankenströme büscheln und schiessen dir deinen Wunschtraum direkt ins Hirn. Wow. Und finanziell? Wie läuft das so? Du zahlst einmal eine Pauschale, gibst uns dein Profil, dann regeln wir alles. Keine Miete mehr, keine Steuern mehr, keine Arbeit. Ab 5 Jahren gibt es Rabatt. Die Nährstoffe werden rezykliert und bei jeder Runde mit einem blauen Substrat angereichert. Hey, das geht allen so. Wieso willst du dich denn einfreisen, wenn man fragen darf? Mein Freund hat eben Schluss gemacht. Hm. Weiss auch nicht. Das wäre schon schön. So eine ganz grosse Pause. Findest du es feig? Nein! Meine Kollegen zeigen gerade alle Formulare und Optionen. Livi? Ja. Luca? Luca! Ah, warte, ich komme selber. Der neue Energiemagnet, den musst du holen. Sonst staut uns hier noch einen auf. Wir brauchen den neuen Energiemagnet. ASAP! Ah, Leute bestellen, abholen, einbauen. Ja, ich kann ihn wählen, aber... Luca, ich mag dich, das weisst. Aber du musst ein bisschen auf die Zack sein. Konkurrenz schlaft nicht. Also lass mich nicht im Stich, sodass ich dich nicht im Stich lassen muss. Ja, alles klar. Alles klar! Hoi, Jacqueline. Ich habe es mir eigentlich überlegt. Und ja, ich komme mit in den Skydiving-Kurs. Das heisst noch nicht, dass ich es mache. Aber ich komme mal mit in den Kurs. Sehr gut. Ich habe es eh schon angemeldet. Du, ich muss gerade weiter. Okay. Okay, tschüss. Abschalten. Ruhe. Einfach schweben. Reisen mit dem Zeppelin. Abheben. Zum Abend kommen. Kennen Sie schon Nanowaffen? Nanowaffen, Atombomben, das ist Peanuts. Wer braucht das heutzutage schon? Nanowaffen, das sprengt alles weg. So gut. Es gibt keinen Plan B, weil es gibt auch keinen Planet B. Es muss heissen Bio oder nichts. Es ist heiss in den Strassenschluchten. 32 Grad im Schatten. Das Magwert liegt immer noch bei einem bis 6. Glaubt sie wie? Die Welt ist auf Sendung. Achtung, Achtung, an die Jugend von heute erlebt grosse Emotionen live. Verona 3000. Verona ist eine alte Stadt, wo immer noch zum Träumen lässt, weil Romeo und Julia haben dort ihre Liebe gehabt. Jetzt ist es neues Jahr, du.
An die heutige Jugend von der ganzen Welt. Ihr könntet Romeo und Julia sein. Meldet euch an und werdet berühmt. Wir suchen das beste Bärli von der Welt. Und aufs ultimative Traumpaar wartet Geld. 3000 Millionen. Wollt ihr dabei sein? Das geht easy. Auch kann Verona Maske auf der Tanzfläche stehen. Gut aus. Alle unter 25, die zusammen glücklich sind und das ihrem Lebensprofil nachweisen können, sind teilnahmeberechtigt. Was machst du da? Was mache ich da? Du musst auf die andere Seite über. Gestern hast du gesagt, du sollst links stehen. Nein, gestern habe ich gesagt, du sollst auf die andere Seite. Genau das Gleiche. Und von oben runter filmen nicht vergessen, gell? Wie soll ich von oben runter filmen? Einfach von oben runter filmen, wie wir es gestern gesagt haben. Das kann doch nicht so schwierig sein. Ich sehe mich irgendwie... Jetzt bin ich wegen dir wieder zu früh gekommen. Wegen mir, ja, wegen dir. Also, ist jetzt gut. Mit Glitzershow am goldigen Mikrofon. Ich sehe, wie ich Klicks bekomme. Begeistert, liked und teilt es. Und wenn mehr von mir. Er ist so schön und heil. Sie liebt all meine Stimme. Und seine Persönlichkeit. Mein himmlischer Liederstil. Und seine Bescheidenheit. Sie sehen mich als Star. Ich habe dann schon viel von dieser Erde gesehen. Kann in Laden zahlen und zahlbare Jacken. Baby, was willst du noch mehr? Dari, Fari, Bacari, Safari, Fari mit dem Ferrari. Und zwar aus Haus am Meer, danke dir. Aber ich habe dann schon viel von dieser Erde gesehen. Kann in Laden zahlen und zahlbare Jacken. Baby, was willst du noch mehr? Dari, Fari, Bacari, Safari, Fari mit dem Ferrari. Und zwar aus Haus am Meer. Und ich. Hey, yo! Woohoo!
schön. Hey, das wär's gewesen. Hey, wenn ihr findet, wir sollten bei Verona 3000 dabei sein, dann bitte schreiben Sie Comments, ihr kennt sie ja. Und wer weiß, vielleicht sind ja wir schon bald Romeo und Julia. Woohoo! Damn! Oh. Okay, ich bin da auf keinen Fall dabei. Wow. Keinen Fall! Hey, hast du gesehen, wie geil ich ausgesehen? Ah, oh, das ist voll der Shit! Hey, ach, voll HD und so, Mann. Pam! Woo! Skydiving, kommt vom Englischen, bedeutet Himmeltauchen. Effektiv heisst es, wir kumpeln mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug raus. Super. Hast du irgendein Problem? Nein, nein, nicht. Also, Dauerrutschungspendel, das ist der Wichtigste. Wenn sie den ziehen, dann geht der Fallschirm auf. Hoffentlich. Hast du irgendetwas zu sagen? Nein, alles gut. Also, Sicherheit hat oberste Priorität. Und was bedeutet Sicherheit? Es heisst, wissen, was man macht. Hey Luca, was soll das? Nicht alles gut. Du hast gesagt, wir machen das. Ich bin ja da. Hey, ist das immer so? Luca, es reicht einfach mit dir. Ja, was willst du denn sonst noch? Schau, auf Globe TV haben sie heute so vom Wettbewerb erzählt. Um Romeo und Julia, das beste Pärchen der Welt. Das sind wir einfach nicht, Luca. Schau, wir hocken die ganze Zeit immer nur daheim. Oh, es gibt 1000 things to do, bevor you die, Luca. Aber Schatz... Schatz, mich am Arsch. In meiner Wohnung schlafst du nicht mehr. Adios. Aber Jacqueline... Luca, ich wünsch dir viel Glück, Luca. Aber ich lerne jetzt skydiven. Adios. Und jetzt ab ins Flugzeug. Yes. Gut, geht doch skydiven. Ich hab mich mal! Ah! Hey du, ist etwas verloren? Was? Geschwindigkeit! Aber so geil! Nein! Ich Ich immer das Gleiche, an einem Samstag den Weg auf sich nach Richtung Stadt, Richtung Party. Mit meinen Leuten durch die Nacht mit und weiss ich dumm. Yeah, scheiss drauf, denn wir sind nur reinisch jung. Aus drei gelesen werden mit, aus mir gelesen werden zu viel. Aber zu viel ist schon easy. Paris entbrennt, ich bin glücklich, betäubt. Unwirkliche Freude, aber wirkliche Träume. Und sie steht hier gerade jetzt, es ist Schicksal, der schönste Mensch, den ich je gesehen habe, ich schwör's dir. Aber ich trau nicht. Was ist, wenn sie glaubt, ich bin nur ein Typ, der nur mit einer Frau spielt? Ich mein's ernst, ich will heiraten und Kind haben, nur ihre Stimme. Ist das jetzt euer Ernst und erbricht ihr mich jetzt gerade? Gerade rauskotzen, Mann! Nein, ich bin du kannst das jetzt schon beurteilen. Schau mich an, ich bin ein wunderschöner Mann. Komm, du hast so keinen Geschmack, ehrlich. Schau mal in den Spiegel, du geruchst. Hey, mal schauen, Mann! Möchtet das nie mehr. Hi, guys. Macht ihr am Anfang noch so ein Shout-out? Ein bisschen frech, okay? Okay, schon. Super. Schon. Gut, und go. Verona 3000! Nächste Woche geht's los mit dem grossen Verona Maskenball. Oh yeah. Alle Perli anmelden. Und alle anderen? Party time! Es wird mega geil für alle. Wir singen jetzt so einen Song für die schlecht gelaunten Menschen. Hey, gehen wir auch Verona Maskenball, wenn man Kuzio spielt? Singen wir nicht. Na, Kuzio sind voll peinlich. Früher sind sie so geil, aber jetzt sind sie Kommerz. Wir wären viel geiler als die. Du wirst sie doch in Japan retten. Das ist klar. Aber wenn wir geiler wären, wären wir auch erfolgreich. Ja, wären wir dann kaum Kommerz. Genau. So echt. Sicher schon, wieso echt nicht? Wenn wir nicht sie sind. Wir sind die Geilsten. Aber im Ernst. Im Ernst? Mhm. Wenn man kurz ja da vorbeiläuft, ich hau's ja. Höchstpersönlich und mach sie fertig. Okay. Ich kann noch nicht. Hallo, Hallo. Ah, Schiss! Wir sind so scheiße.
unserem grossen Maskenball im Start von Verona 3000. Jetzt, Enzo, du bist ja der Kopf hinter Verona 3000. Sag mir, was begeistert dich am meisten? Ja, Janet, mich begeistert, dass es alle betrifft. Da gibt es so viele tolle, junge Leute auf dem Planeten. Und wenn wir tatsächlich ein Traumpärchen finden, zwei, die so verbunden sind, dass es uns verbindet, dann wird das ein Liebesfeuer entfachen, das rund um die Welt geht. Und von dem träume ich. Wir sehen uns schon auch ein bisschen als die Augen und die Ohren von der Zivilisation, wenn man so will. Also, es ist nicht nur ein Wettbewerb. Nein, es ist zwar ein Wettbewerb, also wir suchen das beste Pärchen der Welt, oder? Da gibt es Vertrauensprüfungen, Lügendetektor, Hindernis, Parkour, alles. Und die Besten werden reich, das ist klar. Aber es geht natürlich um mehr, also um das mit der Liebe und so. Also ich bin auch gespannt. Beruhigend, dass es zwischen all diesen Krisen noch positive Sachen gibt. Verona 3000, am Wochenende startet der weltweite Contest. Aus Haus im Sektor 41 werden zwei Rennen ziehen. Es geht los mit dem grossen Maskenball. Special Guest Mercutio sind dabei. Und es gibt gratis Schutz. Cut! Ich kann dir sagen, die Bälle sind ergonomisch ein Scheissdreck. Also, das hier, das ist der Lülü-Helm. Und da kommt jetzt aufgesetzt über vom Luca. Und der wird hier verbunden mit dem Schluch und dem Energiemagnet. Und dann nachher. Luca? Luca! Hä? Livi, setz du ihm den Helm auf. Also, der wird hier mit dem Schluch verbunden. Der ist nicht für deinen Penis, der ist da für den Helm da vorne. Und der eben mit dem Energiemagnet. Und das mache ich jetzt gerade so. Und dann wird das Ganze angeschaltet und es fühlt sich etwas komisch an. Ist aber ganz normal. Luca, einschalten! Luca? Hä? Einschalten! Guck, gut, ihr Reis! Luca, du bist so träge, so pflumig. Was ist los? Meine Freundin hat mich gestern aus der Wohnung rausgerührt. Warum denn? Weil ich so pflumig bin. Luca, ich weiss, dass du keine Pflume bist. Du bist absolut menschlich. Los, die Leute hier erwarten von uns, dass wir die beste Ablenkung vom dritten Jahrtausend bieten. Wir können uns keine Fehler leisten. Hast du neue Energiemagnet bestellt? Ja. Und wann gehst du ihn holen? Morgen Morgen. Indianer-Ehrenwort. Indianer-Ehrenwort. Du musst den Boden aufnehmen, bevor du die Lichter löscht. Ja, ist gut. Wie geht's? Ja, ja. Du, ich kann fragen, weil sie macht doch jetzt Verona 3000 und ich... Liebe, ich bin nicht gut in so Sachen. Nein. Kommst du raus? Okay. Kannst du es ja schreiben. Luca, lüg endlich mal zurück. Ich sehe ja, dass du es gelesen hast. Weiss noch, wir sind sorglos gsi, als kleine Gofen im Quartier. Jeden Tag eine neue Chance. Wir haben geshootet auf der Strasse. Morgens, neun, mittags, vier und nachts. Ich
Kinderstund, wo immer läuft. Und der Sommer ist so lang sie. Wir haben krümelt, noch nicht gekauft. Und alles, was bleibt von dieser Zeit, sind nur ein paar Schlirke, Schnürli Schrift. Wow, ich könnte dir sein, ja, ein langer Geben. Und es ging einfach alles weiter, der Planeten. Veganer hacken aufs Köpfchen grad so gut. Der Grind ist gefrühfacht. Ich weiss nicht wie, doch irgendwas ist in den letzten Jahren passiert. Ich warte, schaue, höre, renne. Und bin immer hinten drin. Du hast den Trichtus, du kannst fliegen. Thousand things before you die. Das Gefühl an allen wachsen Flügel, aber mir wachsen zanzig an den Beinen. Und alles, was der noch zusammen morgens, mittags, vier in die Nacht. Wow, ich könnte jetzt drüben, ja, lang geben. Und es gibt einfach alles weiter, der Planetenbus und du. Ich bin kein Held und auch kein Surfer, bin kein Freelancer, kein was nicht gern laut, gab ich grad so gut. Der Grind in Freezer. Ach. Schreib und angerufen, was ist mit dir? Rat mal, ich bin der Vorband von Mercuzzi. Die sicher sind die geilsten. Du bist keine Band, du bist DJ und wir sind zwei. Los, Calvin, ja? Ich brauche deine Hilfe. Jacqueline hat mich aus der Wohnung rausgerührt. Kann ich bei dir pennen? Sicher, aber wir gehen heute Abend einfach noch Verona Maskenball. Wird richtig steil, musst einfach mitkommen. Ich muss mal morgen so mal gleich dabei, Ben. Calvin! Calvin, los! Wo sind die?
gehabt, das letzte Mal. Bin ich. Jetzt chillst du einfach mal. Jetzt ist es noch andere Vögel gibt als Chocli. Ich glaub's ja nicht. Merguzio! Badabum, badabum, wir machen ganzen Schrott. Ihr seid die Geister. Okay. Und wer bist du? Ich bin der DJ vor euch. Also mit dem Kollegen, nicht der Kollege, ein anderer Kollege. Ah ja, der DJ, gell, der Ben? Ja, nein! Ich bin der größte Fan. Und du? Bist du auch unser Fan? Du liebst uns, oder? Ihr seid sicher gut, habe ich gehört. Das ist der Luca. Seine Freundin hat ihn jetzt gerade aus der Wohnung gerührt und pennt jetzt bei mir. Oh, was ist denn so ein schlimmer, schlimmer Finger? Hey, das Gegenteil. Oh, ein Bodybutzer, ein Schlappschwan, ein Milchfisch. Baby, es längert. Aber er ist schon so lang. So gut, es hat ja recht. Oh, so cool. Ich sage immer, wenn das Leben Zitronen schenkt, dann mach Schnitzel. Ah, oh, Scheiße, ich hasse ich seine Weisheit. Ich bin so, wie ich bin. Komm, so geben, wenn es ruhig und routiniert ist. Das sagst du jetzt. Aber hast du deine Routine auch schon mal verloren? Aber wir können dir helfen. Wir sind Profis. Im Routine verloren. Ja, du hast dich entspannt. Schon mal Probe genommen? Oder Halli-Halogen? Ich bin schon entspannt. Es gibt nichts Befreiendes als die Orientierungslosigkeit von der neuen Geisterstunde. Die neue was? Weisst früher, wo die Nacht noch dunkel und geheimnisvoll war, sind die Straubengeschichten alle um Punkt Mitternacht passiert. Wenn die Glocke 12-mal schlägt. Ja. Aber jetzt, wo alles blinkt und alles dreht und jeden Tag mehr Tempo hat, hat sich auch die Geisterstunde nach hinten verschoben. Ja. Auf wann? Am 4.06. Am 4. Also, wir verarschen. Nein. Am Morgen am 4. ist niemand mehr wach. Nur schwarze Spinnen flimmern im Schimmer von der Stadt. Augen kämpft gegen Dunkelheit. Die Farben, die Muster zu Flügel, sie löpfen dich, schauen sich bis zu der Sonne drei. Schatten sind zu grell, Licht zu matt. Fliegst und gehst in Tiefe auf steinigen Asphalt. Ich glaube, du wachst nie mehr, auf aus dem Traum. Verwache im Meer aus dem. Ich glaube, wir steigen nie mehr, aus dem Traum. Das kommt ja jucken. Ja, kommt sie nicht. Und es muss so plötzlich wie nach. Aber egal, mach Schnitzel.
Ich komme! Also, zuerst Party. Kamera 1 fährt ein, 2 so, tief, Einstellung 5. Ugo, Dancefloor, Stimmung vor. Du, schön drauf zeigen, Haut zeigen, Close-ups von Push-ups. Okay, dann macht Janet und ich Eröffnungsrede, tun sie an, heißen Moment ausreizen, bam, dann kommen wir kurz an, Schugi, Schugi, alle tanzen. Bis zum Pyro-Effekt. Dann wird dort, dort, dort und dort vorne raus sprudeln. Und dann macht das Lied, wuuuuh! Und ihr könnt sie. Ja, und dann die Höllung der Kandidaten, wie wir es besprochen haben. Absolut. Die DJs sind so geschissen. Der Wurm muss am Fisch gefallen, nicht am Fischer Graziella. Also, haben alle den Grind beieinander? Ja, super. Wir schreiben die Geschichte in 3, 2, 1. DJs. Oh, das macht mich heiß, du weißt. Ich weiß. Ich bin zu heiß, du weißt. Ich weiß. Komm, bringt der Scheiß, es kommt. Wer kommt? Mercutio! Mercutio! Oh,
Sitio mit dem Monster Blows. Besser gehst du denken, wir haben Bombenlo. Parada Bumba geht um mich Gold zu Schrott. Wir sind versichert, Vollgas go. Jetzt sehen die Clips auf dem Monitor. Und zerstört deine Haut, jetzt ist Wohnungsnot. Du bist nicht kalt, du schwitzisch. Es werden Hits gespielt, Boys ist bei Dose und die Girls sind bei Kinis. Kanda, dein Schritt, Pulten an Tidis. Wir erzeugen die Wärme durch Liebig, bis Fitness. Ladigal, Robert, sie mit mir, du musst machen, was ich halt. Hart, du knallt, du bist langweilig und alt. Hey, yeah, bist du nach Sachi alle kalt. Wir sind wie Kings und der Motherfuck im Wald Sacho. Steppen vor den Pimmel und wir schreien, was los. Homie, das heisst, du musst dich bewegen. Das ist mit mir die Enthalten. Wir sind die Weltklasse, Schauspieler am Abgehen. Zeigen uns die Bier, so wir sehen den Tango. Kommt ihr die ab, Mann, weil es wird heissen. Das ist mir gut, sie auch cool, gross. Im Sektor 27 sind zwei weitergekommen.
Zuleika und ihre Sören. Und auch im Bezirk 82 haben es zwei geschafft. Der Herbie und seine Delfin. Aber jetzt für ihr Publikum, jetzt wollen wir es wissen. Welches Traumpaar zieht dein Rennen für unseren Sektor 41? Wer hat die schönste Liebe da? Welcher Kuss wird um den Globus gehen? Vielleicht bald schon in Geschichte gehen als Romeo. Ich habe die Antwort da. Woo! Gewonnen hat... Jorge Bouyaya und Angie Huber! Sie freut sich! Wir wollen jetzt natürlich alles wissen. Wer sind die beiden? Das war es, der Start von Verona 3000. Wir feiern hier ein bisschen weiter. Ciao zusammen! Was? Hey, Luca, sollst du noch nicht im Bett sein? Was ist mit dem? Keine Ahnung. Scheiß auf den Luca! Fuck, Scheiße! Was ist das? Baby, komm da hin und beweg deine Kiste. Sorry, kannst du nur Arsch. Sorry, kannst du mich durchlassen. Jorge, warte, lass du eine kleine Kappa. Die Sterne. Die Musik. Ich versinke 100'000 Fach. Alles klingt durch. Alles zeigt uns, es wird so viel Lärm und gar nicht. Was ist da unten? Unsere Kandidatin Hühner ist im Zug. Michi, verfolgt Angie. Okay. Weißt du, wie du kontrolliert? Sag, was ist los? Ich habe einen Kuss bekommen. Was wär? Weiß ich nicht, es ist passiert einfach so. Hey, Luca, hallo! Sag, was machst du noch da? Ah, Sackling, du kannst mich. Da bin ich nicht nur da. Ich habe ihn noch nie gesehen. Vielleicht tut das Witze. Korche, Korche, der Korche am Schnarchen. Schau dir um, wir reden drüber und Julia. Angie und ich, wir werden alle da. Es hat einen Spaß. Ja, Verona 3000. Wenn man gut in die Welt rausschickt, dann kommt auch etwas zurück.